Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord! Hallo Glückspirat, herzlich willkommen zur Episode Nummer 24 von unserem Segeltalk. Unser heutiger Interviewgast, Holger Petersson, ist zweifacher Buchautor. Seine beiden Bücher »Mein Boot ist mein Zuhause« und »Wie wir im Norden segeln« sind unter anderem daraus entstanden, dass er seit frühester Kindheit die Frage mit sich trägt, was liegt hinter der nächsten Kurve, was liegt hinter der nächsten Flussbiegung, und dieser Frage natürlich auch immer nachgegangen ist. Heute unterhalte ich mich mit ihm über den idealen Liegeplatz, das beste Segelrevier nach seiner Sicht und natürlich auch über das ideale Boot. Und er muss es wissen, denn er lebt seit geraumer Zeit etwa 4 von 7 Tagen die Woche auf seiner Reinke 11S, die er nach seinen Vorstellungen umgebaut hat. Und wie er das macht und wie ihm das so möglich ist und was für Modifikationen er am Schiff vorgenommen hat, darüber unterhalten wir uns heute. Viel Spaß dabei. Unsere Leitung geht heute unüblicherweise in eine kleine Wohnung, in der Holger Petersson sich heute zurückgezogen hat, um unser Interview zu führen. Normalerweise, Holger, erwischen wir dich eigentlich eher auf einem Schiff, auf dem du mit deiner Familie wohnst. Hallo Holger erstmal. Ja, hallo Erik. Schönen guten Abend. In der Tat, ich wohne eigentlich überwiegend auf dem Schiff, auf ungefähr 300 Tagen im Jahr und zumindest an den Wochenenden, in den Ferien und in vielen Brückentagen auch mit meiner Frau und mit meiner Tochter. Dass ich heute hier bin, hat in meiner kleinen Wohnung, die wir halt noch haben, aus bestimmten persönlichen Gründen, die wir aber hoffentlich in einigen Jahren wirklich endgültig auch aufgeben können, liegt einfach daran, dass ich an meinem Liegeplatz einen ganz bescheidenen Internetempfang habe. Das heißt, das Interview hätten wir da so nicht führen können. Und deswegen, hier habe ich dann Ruhe und habe es jetzt ausnahmsweise mal hier gemacht. Das gehört heute mit zu den Qualitäten eines Hafens oder einer Marina, speziell im Urlaub, dass da auch ein WLAN verfügbar ist, mit dem dann die Kommunikation aufrechterhalten werden kann, ne? Ja, ich habe auch schon mal dran gedacht, genau deswegen den Liegeplatz zu wechseln, weil ich nun viele Geschichten schreibe als Autor, auch für die Recherche, dabei immer wieder eine stabile Internetverbindung brauche, weil ich die aber an meinem Liegeplatz nicht habe. Aber es ist nun mal der schönste Liegeplatz an der ganzen Nordseeküste, und das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe. Verhole ich immer wieder vor Anker in eine Bucht, wo ich weiß, da klappt das mit einer anständigen Verbindung, oder fahre in den alten Hafen von Hoogsiel, dann geht's auch, manchmal nur 2-3 Tage, um zu arbeiten. Übrigens, im gesamten ostfriesischen Wattenmeer, zum Beispiel Trockenfallen in der Sandwüste vor Wangerooge oder sonst wo, habe ich überall superschnelle Verbindungen. Nur halt nicht in Hoogsiel, das ist so ein bisschen das Tal der Ahnungslosen. Aber der Hafen ist klasse, muss man mal gesehen haben. Okay. Und das ist der Hafen, in dem du dauerhaft liegst normalerweise? Genau, ich habe viele Liegeplätze ausgesucht. Also ich war ungefähr 20 Jahre auf der Suche nach dem für mich idealen Liegeplatz und dem idealen Boot. Und so habe ich das kombiniert mit bisher insgesamt 9 Booten, bis wir nun auf unserem idealen Segler angekommen sind, wie wir meinen, und in dem besten Revier, bis wir eines Tages die Leinen loswerfen können und dann zu einer etwas größeren Fahrt starten können. Aber ich war andererseits auch lebenslang, praktisch seit meinem 21. Lebensjahr, immer auch Familienvater, hin und her gerissen zwischen dem großen Abenteuer und der Häuslichkeit und Gemeinsamkeit. Und so gesehen ist es alles gut so, wie es ist. Und irgendwann sind wir dann tatsächlich mal in den Hoogsiel gelandet und haben uns in dieses Segelrevier verliebt und haben festgestellt, dass das eigentlich das beste und familienfreundlichste Segelrevier ist, zumindest für diejenigen, die aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen kommen. Da, wo die Anfahrt noch irgendwie vertretbar ist, ja. Ja, du sprichst mit jemandem, der zum Segelrevier 4,5 Stunden Anfahrt hat, von daher, ich weiß, was du meinst.
Stimmt. Wenn man alleine unterwegs ist, kann man ja sehr, sehr leidensfähig sein. Dann kann die Fahrt vielleicht auch 7 oder 8 Stunden dauern, vorausgesetzt, man hat kein pflegeintensives Schiff. Aber wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann sollte die Fahrt nicht länger als 2,5 Stunden dauern. Das ist etwa der Radius. Das heißt, losfahren, labern, vielleicht einen Film gucken, Ankommengespräch, erste Crewbesprechung und dann muss man auch da sein. So, und dafür braucht man einfach eine planbare Anreise. Die Ostsee ist natürlich ein wunderschönes Segelrevier, aber jetzt wissen wir, A7, A1, rund Hamburg, endlose Staus. Das heißt, wenn die Familie es 2, 3 Mal erlebt, dass die Fahrt anstatt 2,5 Stunden 5 Stunden dauert, dann will sie nicht mehr mit. Das kann nicht klappen, erst recht nicht mit, wenn die Kinder dann ins Teenageralter kommen. Und da muss man sich ein bisschen nach anderen Zielen umsuchen. Und davon gibt es jede Menge. Das habe ich allerdings in meinem zweiten Buch mehr beschrieben, welche tollen Kombinationen es in Deutschland gibt für alle diejenigen, die halt noch nicht zur großen Fahrt aufbrechen können. Ja. Ja, du, bevor wir jetzt hier weiter ins Interview einsteigen, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor. Wer ist der Holger Peterson so privat und ja, wie ist er zum Segeln gekommen? Ach ja, wie bin ich privat? Ach herrje. 55 Jahre alt. 1962 in einem kleinen Dorf fern des Meeres an der Aller geboren, bei Celle. Aber dieser Fluss hat es in sich gehabt, weil dieser Fluss war damals noch nicht begradigt. Er hatte tolle Kurven, überhängende Trauerweiden und ich war der Pixie-Buch-Fan schlechthin, der ich übrigens heute noch bin. Ich habe eine ganze Sammlung toller Pixie-Bücher noch aus den 50er, 60er Jahren, die noch nicht pädagogisch wertvoll waren, aber liebevoll gezeichnet. Naja, und all diese kleinen Fantasiewelten, die haben sich dann auch immer irgendwo am Wasser niedergeschlagen. Das heißt, da gab es eine Schüttenbrücke, die war aus Holz und ich wollte immer wissen, was ist hinter der nächsten Kurve, so weit wie man dann mit 5 Jahren schauen konnte. Und diese Grundintention, mich auf dem Wasser fortzubewegen, früher als Motorradreisender, jetzt seit vielen Jahren als Wasserreisender, als Geschichtensucher, die basiert immer noch auf dieser Kindheitsintention. Das hat sich nie geändert und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Ich bring da gerne die Geschichte vom kleinen Hebelmann. Das ist der Junge, der Geschichte von Theodor Storm mit seinem Kinderbettchen und einem aufgespannten Bettlaken als Segel durch den Wald fährt und dabei tolle Dinge erlebt, aber gleichzeitig die Kuscheligkeit, Geborgenheit seines Bettchens immer noch hat. Und so betrachte ich auch meine Boote. Also wenn wir unsere Fuchur, jetzt unsere letzte Segeljacht, das erste, was ich eingebaut hatte, waren Fenster in Kopfkissenhöhe, vorne im Vorschiff. Das Vorschiff ist groß und gemütlich mit einer Oberluke, aber ich wollte beim Ankern und insbesondere beim Trockenfallen im Wattenmeer immer sehen, was passiert um mich herum. Also habe ich dann isolierte Scheiben in Kopfkissenhöhe vorne eingebaut in der Vorpeak. Und so ist dann sinngemäß praktisch dieses Traumreise-Kinderbettchen fortentwickelt worden, jetzt halt in einer veritablen Segeljacht. Okay, das ist auch ungewöhnlich, ja, dass man sich ein Fenster auf Kopfkissenhöhe einbaut. Aber eine charmante Idee auf jeden Fall, ja. Ah, gut, die liegen immer noch 80 Zentimeter oberhalb der Wasseroberfläche. Aha. Aber ich komme nochmal auf die Einstandsfrage. Jetzt bin ich abgeschweift. Wer ist Holger Peterson? Ganz normaler Familienvater, der gerne Geschichten sucht und der nicht die Wurzeln halt seiner Kindheit des Reisens auf dem Wasser vergessen hat. Ich hatte dann mir irgendwann mal ein Sperrholzbrett zurechtgesägt, was mir meine Mutter gekauft hatte. Daraus sollten eigentlich so diese typischen Laubsägearbeiten werden. Da wurden nur 2 Ecken abgesägt, dann war es ein einfaches Sperrholzbrett, als Surfbrett, was sofort untergegangen ist. Dann habe ich ein bisschen gespart, mir ein Faltboot gekauft. Da war ich 10 Jahre alt. 2 Jahre hat das gedauert. Und dieses Faltboot habe ich heute noch. Wird auch einmal im Jahr wieder vom Dachboden geholt. Und damit habe ich mal das Segeln gelernt auf der Aller, auch bei Celle. Das heißt, ich war nie in einer Segelschule. Ich war immer Autodidakt. Ich habe dann zwar die Sportbootführerscheine gemacht, aber einfach nur das Lehrbuch gekauft. Das war alles. Vielleicht kann ich davon ableiten, ich bin kein besonders guter Segler. Ich habe auch noch nie eine Regatta gewonnen. Aber ich segle leidenschaftlich und doch sehr, sehr sicher und entwickle daraus
auch immer wieder neue technische Lösungen, die sich irgendwo mal als sinnvoll erwiesen haben. Und zumindest hat es auch dazu gereicht, ja, dauerhaft ständig Reportagen schreiben zu können, die tatsächlich auch jemand druckt, was mich manchmal verwundert, aber es funktioniert und das ist sozusagen ein Nebenerwerb geworden. Ja, damals gab es bei Karstadt in Celle ein Faltboot, DDR-Produkt, Pucher RZ85. Lief gut, war und mein Vater hatte mich dann immer irgendwo abgesetzt an irgendwelchen Flüssen und ein Kumpel sind wir dann die Flüsse runtergepaddelt und so ging das dann immer weiter. Ja, was liegt hinter der nächsten Kurve? Dann kam was anderes dazwischen. Ich habe Motorradmechaniker gelernt, Motocross-Rennen gefahren, Motorräder waren meine große Leidenschaft. Bin durch ganz Europa damit getourt und irgendwann dann an die Ostsee gezogen. Da war ich dann bereits 23 Jahre alt. Habe immer auf die Lübecker Bucht geguckt und dann fiel mir mein altes Faltboot wieder ein, durch Zufall in einer Bücherei, das Buch von Dr. Hannes Lindemann, Allein über den Atlantik, der dann mit einem Klepperboot mit der 50er Jahre in 72 Tagen über den Atlantik gesegelt ist. Das Buch habe ich in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ungefähr 10-mal gelesen und dann erinnerte ich mich, Mensch, prima, ich bin jetzt Vater, die Motorradreisen, das klappt nicht mehr so richtig, weil ich mir auch keinen Beiwagen dran schrauben wollte. Wie kann ich jetzt weiterhin reisen mit Familie und genauso abenteuerlich? Also sollte es ein Boot sein. Hab mein Faltboot vom Dachboden geholt, ein Segel draufgesetzt, habe damit halt das Segeln gelernt, kurz zu den Sportbootführerscheinprüfungen, auch auf dem Steinhuder Meer. Das war relativ witzig. Ich bin dort aufgekreuzt zum Prüfungstermin. Dann wurde ich dann gefragt, so, Mensch, von welcher Yachtschule kommen Sie denn? Und ich sagte, ich komme von gar keiner Yachtschule. Ja, aber Sie müssen ja eine Ausbildung haben schon mal. Und ist gleich die Prüfung hier auf Volksjollen. Ich sagte, das ist schön, dass das Jollen sind. Die sehe ich zum ersten Mal. Und habe dann aber doch ein Boot bekommen, weil es keine Prüfungsordnung gab mit Pflichtstunden. Und habe mich darauf noch mal eine halbe Stunde eingesegelt. Und irgendwie dann durch Zufall wohl auch diese Binnenprüfung bestanden. Ja, und das war alles, was ich dann Erfahrungen hatte. Und habe mir dann eine Hai 710 gekauft. Eben weil es eine gute, trailerbare Yacht ist. Da ist mir mein Buch in die Hände gefallen von Rüdiger Drenk, hieß er, meine ich. Ich kaufe eine Trailerjacht, der dann einige Kriterien hatte an eine familientaugliche Trailerjacht. Und die besagte Stehhöhe, das heißt, man muss sich wenigstens im Stehen eine Hose anziehen, kleine Kochzeile, ein abgeschlossener Toilettenraum und irgendwo möglichst einen separaten Raum für Kinder. Und all das hatte diese Hai 710 mit einem kleinen Einbaudiesel, mit der ich dann meine autodidaktische Ausbildung sozusagen auf dem Steinhuder Meer fortgesetzt habe. Und von dieser Hai 710 hatte ich dann in den nächsten Jahren noch zwei weitere Modelle mit Tiefkiel und dann nochmal ein Kielschwerter. Immer dann, wenn ich von einer großen, veritablen Hochseejacht automüde wieder auf ein trailerbares Boot zurückkam, war es eine Hai 710. Und auf die schwöre ich tatsächlich noch heute. Ich liebe dieses Modell. Die also auch alles das bietet, was du so als Notwendigkeit bei einem Schiff in dieser Größe ansiehst, ja? Ja, auch die Möglichkeit, halbwegs komfortabel zu reisen und damit auch überall hinzukommen. Also einer der wichtigsten Sätze, die ich immer gerne formuliere, ist, dass die Freude auf dem Wasser mit der Bootsgröße überhaupt nichts zu tun hat. Es spielt auch nicht wirklich eine Rolle, was für ein Boot wir haben, weil egal welches Boot es ist, es dauert ein paar Wochen dann oder eigentlich schon nach 2 Tagen, da hat man sich an den Innenraum gewöhnt und findet eigentlich, dass es das beste und praktischste Boot im gesamten Hafen ist. Das geht relativ zügig, wenn einen das Boot nicht zu sehr ärgert mit Motorschäden oder Mastbruch oder anderen Dingen, dann ist es wirklich egal. Es ist eigentlich auch so, fast jedes Boot in gewisser Weise seetauglich. Man muss sich halt bei vielen Typen ein bisschen mehr auf das Wetter konzentrieren, ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Aber ich bin auch mit einer Hai 710 super sicher auf der Nordsee herumgeschippert. Dazu mal eine kleine Geschichte, um nochmal eine Lanze für dieses Boot zu brechen. Ich lag in Bremerhaven in der Kaiserschleuse und
bin gerade wieder von einem 10-Meter-Boot halt auf diese Hai abgestiegen sozusagen. Und um mich herum relativ veritable Yachten jenseits der 10 Meter. Und wir hatten in der Nacht davor noch Nordwest 6. Das heißt, es war klar, draußen in der Außenweser, 27 Meilen vor der Küste, da steht noch eine ordentliche Hackwelle bis zu 1,5-2 Meter teilweise. Naja, und die gucken so mitleidig auf mich runter. Und dann fragte einer, wo ich denn hin wollte. Ich sag, Mensch, genau wie ihr, mit ablaufender Tide, Helgoland oder Wangerooge. Viel mehr bleibt ja nicht. Und dann hieß es dann, oh Mann, Schwingjung, das kannst du doch nicht machen. Und so, und stampfst dich doch da fest mit dem kleinen Boot. Und dann sagte ich, ja, ich versuche mal an euch dran zu bleiben. Ihr könnt mich ja notfalls retten. Jetzt wusste ich aber, dass die Hai 710 bedingt durch ihr breites Heck, und dieses Modell hatte auch einen relativ starken 10 PS Diesel, tatsächlich immer locker 6,5 Knoten über Grund lief. Und die kleine Hai war dann tatsächlich das erste Boot beim Leuchtturm Roter Sand und ging da so locker über die Wellen mit ihren 1,5 Tonnen, wo sich die großen Pötte dann draußen bei Wind gegen Strom immer wieder ein bisschen festgestampft haben. Also damit will ich einfach sagen, du, die Freude auf dem Wasser hat mit der Schiffsgröße überhaupt nichts zu tun. Und im Gegenteil, ich sollte eine gewisse Schiffsgröße nicht überschreiten, damit ich die Freiheit auf dem Wasser nicht verliere. Ist richtig, ja. Ich, wenn ich dich so jetzt höre und drüber nachdenke, finde ich, die Freude auf dem Wasser hat auch ganz, ganz entscheidend was mit dem Pflegezustand oder mit dem Zustand des Schiffs an sich zu tun. Dass man also zum einen mal sein Schiff kennt und zum anderen sein Schiff so weit in Schuss hat, dass man sich einfach mit einem guten Gefühl darauf verlassen kann, dass es den Dienst tut, den es soll. Eindeutig ja. Es gibt eine ganze Reihe von Booten, die ich zwar wunderschön finde, die ich aber selber niemals kaufen würde. Soll ich mal anfangen? Mach mal ein Beispiel. Also, ich mag keine Klapperkieler. Ich muss nochmal anders ausholen. Wenn ich mit einer Geländemaschine nach Finnland gefahren bin, dann sollte diese Geländemaschine keine Wasserkühlung haben, sondern ein ganz einfacher luftölgekühlter Motor darunter sein, weil was nicht dran ist, kann auch nicht kaputt gehen. Und ich kann notfalls in Finnland im Busch auch mal ein Kurbelwellenlager wechseln. Wenn ich das jetzt auf Boote herunterbreche, wenn ich ein Schwenkkieler habe, beispielsweise mit einem 2 Tonnen schweren Kiel, der an einem einzigen Lager hängt, in einem total unzugänglichen Innenraum, dann weiß ich, dass ich so etwas nicht alleine reparieren kann. Dafür brauche ich eine Werft. Und wenn ich zum Beispiel an ein englisches Boot mit dem S denke, wo also der Austausch eines Kielbolzens ungefähr 12.000 Euro kostet, dann sage ich mir, Mensch, muss ich nicht haben. Autsch. Dann nehme ich doch lieber einen Festkieler mit 1,10 Meter, vielleicht 1,30 Meter Tiefgang, ist immer noch moderat, aber daran kann nichts weiter kaputt gehen. Ich bin kein Fan von freistehenden Spatenrudern, denn wenn man damit mal bei einem Navigationsfehler an einem Stein oder an einer harten Sandbarre hängen bleibt und der Ruderschaft ist krumm, dann ist der Seenotfall da. Also gerne entweder ein Langkieler oder das Ruder mit dritten Lager unten. Ich würde kein Boot mit Teakdeck kaufen, weil irgendwann ist es nun mal kaputt, muss saniert werden und die 1000 Arbeitsstunden, das ist einfach eine Zeit, die man ungefähr aufbringen muss, um ein Teakdeck richtig zu sanieren, die habe ich nicht und die möchte ich auch ehrlich gesagt nicht bezahlen. Also dann lieber das Boot ohne Teakdeck. Ja. Ein Holzboot eigentlich auch gerne. Ich liebe sie von der Optik, aber ja, wunderschön, im Winter hat man keine Zeit, um diese 8 Lackschichten wirklich gut zu erneuern, weil häufig die Temperatur nicht da ist. Dafür brauche ich eine geheizte Halle. Und im Sommer habe ich nicht die Zeit, weil ich segeln möchte. Also deswegen auch kein Holzboot mehr. Ja. Praktikabler ist auf jeden Fall das Kunststoffboot, auch wenn es nicht immer schöner ist, ne? Also GFK-Boote hatte ich einige. Gegen GFK habe ich auch nichts. Es sei denn, dieses GFK-Boot hat Walserholz im Unterwasserschiff. Fast jedes Boot neigt irgendwo mal zu einer Leckage, ein Haarriss, ein ausgeschlagener Kielbolzen oder sonstigem. Also es sollte schon immer Volllaminat sein, auch wenn die Isoliereigenschaften nicht ganz so gut sind. Aber da gibt es eine ganze Reihe von Booten. Wo ich immer
persönlich etwas vorsichtig bin. Das liegt aber in der Art des Segelns. Ich bin ja kein Regattasegler. Es ist mir auch völlig egal, wie lange ich bis zum nächsten Hafen brauche. Klar freue ich mich, wenn mein Aluhaufen mal ein bisschen schneller ist als ein anderes Boot. Aber dadurch, dass ich halt gerne kleine Häfen anlaufe, kleine Buchten, flache, abgelegene Reviere und es auch immer mal zu einer Grundberührung kommen kann, ist eine schmale Kielwurzel, was halt bei vielen modernen Konstruktionen der Fall ist, ist einfach nicht meins. Das heißt, das Boot muss auch mal einen Knuffer vertragen können und ich möchte insbesondere einen komplett alterungsstabilen Rumpf haben, wo ich weiß, auch wenn das Boot 30 Jahre alt ist, bei Lage geht immer noch die Toilettentür auf. Insofern, die alten, sehr massiv gebauten Langkieler sind da doch um einiges häufig besser, stabiler als viele moderne Boote. Aber das ist teilweise auch subjektiv. Also es lässt sich nicht übertragen. Es gibt natürlich auch gute Boote mit einer sehr stabilen Innenkonstruktion. Nur, wie gesagt, das ideale Boot in meinem Sinne sollte praktisch so sein wie früher mein Faltboot. Flachgehend, mit den Füßen steuerbar ans Ruder zu kommen, um dann immer noch die Hände frei haben, den Blick entsprechend frei geradeaus und so flexibel, dass ich damit wirklich in jeden Hafen komme. Ich will das mal ein bisschen abkürzen. Das ideale Boot ist für mich 12 Meter lang, denn 12 Meter bietet jeden Komfort, um auch drauf zu wohnen, um jetzt zum Thema zu kommen, um auch zu zweiter drauf zu wohnen, gleichzeitig binnentauglich zu sein für relativ kleine Häfen, aber auch absolut hochseetauglich. Mit 12 Metern komme ich auch noch fast überall an die Fingerstege hinan und wie unsere Reinke S11, die ist da für mich absolut ideal, weil sie auch eine relativ schlanke Taille hat mit 3,46 Meter, um auch in die kleinen Boxen zu kommen. Typisches Beispiel, Ort auf Fehmarn, einer meiner Lieblingshäfen an der Ostseeküste. Meistens rappeldicke voll, aber am Anfang, wo sonst die 8-Meter-Boote stehen, da sind die Pfähle 3,50 Meter breit. Das heißt, mit 3,46 kann ich mich da immer noch prima reinmogeln, ein bisschen drängeln, dann passt das ganz gut. Und wenn das Heck hinten ein bisschen weiter rüber steht, dann ist es nicht so wild. Also das meine ich mit dieser Freiheit von 12 Metern. Ist das Boot länger, werden die meisten Hafenmeister sagen, nee, da muss man jetzt irgendwo an die Kaje, gerade in vielen kleinen Nordseehäfen daher. Ja, 1,40 Meter Tiefgang oder 1,30 Meter hat unsere Reinke als Kimkieler. Damit komme ich auch prima durch die Kanäle, kann an Flussufern oder nehmen wir mal den Canal du Midi, irgendwo an der Seite, wo die Boote meistens liegen, an den flachen Ufern noch anlegen. Und wenn jetzt irgendwo Not am Mann ist und das Boot muss doch mal spontan in irgendeiner Werft oder mit irgendeinem Autokran an Land gestellt werden, ja, dann brauche ich für den Kimkieler keinen Lagerbock. Da werden zwei Dachlatten hingeworfen, dann wird das Boot hingestellt und schon kann damit gearbeitet werden. Und der letzte Vorteil von Kimkielern, es zieht uns nicht unbedingt später in die Südsee, sondern uns reichen vielleicht auch die britischen Inseln, viel lange Zeit in Schottland, sonst wo. Also ein bisschen Tidenhub finde ich eigentlich fast an jedem Strand der Welt. So kann ich einen Kimkieler spontan immer mal überprüfen, eine Opferanode tauschen, notfalls ein Ruderlager wechseln oder sonstiges. Wie ist es mit den Fahreigenschaften von einem Kimkieler? Wie unterscheidet sich das zu einem normalen, einfachen Kiel? Ja, es heißt ganz allgemein, dass Kimkieler nicht besonders gut kreuzen und nicht so gut Höhe laufen. Ja, okay, also für Regatta-Freaks sind Kimkieler normalerweise nichts. Aber das heißt nicht, dass man damit nicht anständig kreuzen könnte. Und jetzt nehmen wir mal das aufrichtende Moment. Bei meiner Reinke S11 konstruktionsbedingt gutes, wieder aufrichtendes Moment bis 167 Grad. Das heißt also, die Eskimo-Rolle ist eigentlich problemlos möglich. Kein Thema. Ein Kimkieler legt sich relativ schnell auf 15 bis 20 Grad, bleibt dann aber, denn dann greift die Kraft vom Luftkiel ganz anständig. Und jetzt segle ich im Grunde genommen einen Asy-Twin-Kieler. Da sind die Kimkiele nicht ganz so weit ausgestellt. Es gibt den einen oder anderen Kimkieler der älteren Bauart, Snapdragon beispielsweise. Da sind die Kiele so weit ausgestellt, dass unter dem Luftkiel beim Kreuzen immer mal wieder eine Welle knatscht. Das Rumstern. Ich hatte beispielsweise mal eine Mirage 28. War auch so ein Effekt. Aber es kann man gut verschmerzen. Also vielleicht
7-8 Grad weniger Höhe. Nur spielt für uns als Fahrtensegler keine Rolle. Dafür haben wir so viele andere Vorteile. Und jetzt nehme ich nochmal gerade das Trockenfallen im Wattenmeer in dieser dreidimensionalen Lebenswelt. Das ist einfach immer ein tolles Gefühl, mit dem Boot überall hinkommen zu können. Ja, und auch vor allem bleiben zu können. Du kannst ja stressfrei überall trockenfallen, wenn du es möchtest. Und das enthebt einen einfach von dieser Notwendigkeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein zu müssen. Richtig. Dieses Trockenfallen ist ja immer wieder eine Phase der Ruhe. Also in der Regel stehen wir dann, werden wir es so einrichten, dass wir von einem Tidensprung von 12,5 Stunden etwa 8 Stunden dabei trockenfallen und aufrecht stehen. Und das ist dann tatsächlich eine Ruhe, da kann es dann tosen, wie es will. Man muss natürlich sich ein bisschen Gedanken machen, wie ist es, wenn die Flut wiederkommt. Aber ich will da mal nicht zu sehr abstellen. Jedenfalls ist allein das Mentale, wenn ich jetzt wieder sage, das Boot ist mein Zuhause, die Möglichkeit, dass ich mit diesem Boot jeden Ort der Welt erreichen kann, auch wenn ich weiß, dass ich in absehbarer Zeit da nicht hinkomme. Aber allein die Möglichkeit, dass es überhaupt keine Fahrtenbeschränkungen gibt, das ist für mich schon alles, was es ausmacht, für uns sozusagen das ideale Boot zu haben. Und diese Reinke steht für mich so am Ende einer meiner Erfahrung. Idealer Bootsbauwerkstoff ist für mich Aluminium. Auch mit GFK könnte ich mich auch anfreunden, wenn es gut gebaut ist, wie bei einer Moody beispielsweise. Aber hier mit Alu, ich habe einfach den Vorteil eines ringsrum voll verschweißten Rumpfes. Da gibt es keine Materialkombination. Da ist keine Relingstütze, die da drunter locker werden kann, die dann plötzlich anfängt zu lecken oder sonstige Dinge. Mhm. Das sind keine Kielbolzen, die durch den Rumpf gehen, die irgendwann auch mal rosten, die dann ausgetauscht werden müssen. Also bei einer Moody sagt man so um die 4.000, 5.000 Euro kann das dann durchaus mal kosten, ein paar Kielbolzen auszutauschen. Das hat man also hier nicht, weil es eine komplett verschweißte Konstruktion ist. Bei Reinke kommt halt noch dazu, dass Kurt Reinke schon, ich würde mal sagen, Sicherheitsfanatiker war, mit wo alles sehr, sehr stabil gebaut ist. Vielleicht nicht unbedingt gerade um Schönheitspreis zu gewinnen, aber Vertrauen erweckend und im Grunde genommen unkaputtbar. Also ich denke mal, dass meine Fuhur gut 200 Jahre alt werden wird, was mich sehr betrübt, weil ich das alles nicht mehr erleben kann. Aber ich wünsche dem Nachfolger viel Glück. Ja, Aluminium ist ja auch noch einfach wegen seines Verhaltens in einem Fall, der hoffentlich nicht eintritt, aber wenn man mal irgendwo draufläuft, auch vielleicht noch mit wenig Schmerz wieder neu zu reparieren. Also man kann, glaube ich, Aluminium relativ einfach reparieren und vor allem der Schaden, so der dabei entsteht, ja, so man ist nicht Aluminium, so groß. Ein Aluschweißer hat. Stahl ist eigentlich der Werkstoff, der am einfachsten zu reparieren ist. Jetzt hatte ich in meinem Leben auch zwei Stahlschiffe, eine Reinke Taranga und eine Cumulant 3. Beides wunderbare Boote. Die Cumulant 3, das ist die Paloma, auf dem Schiff habe ich 3 Jahre lang ganz gelebt, Sommer wie Winter. Das war das Boot, bei dem ich das erste Mal tatsächlich auch richtig an Bord gezogen bin. Im Februar ist es mal gewesen. Diese Yacht liebe ich noch heute sehr. Ich freue mich immer wieder, wenn sie irgendwo mal auftaucht, wegen ihrer klassischen Form, wegen des Klüverbaums und weil die 3 Jahre an Bord in der Kajüte absolut unvergesslich waren. Bevor ich zu diesem Sprung komme, mal ein kleines Beispiel, wie kam es überhaupt dazu? Wir hatten eine Hai 710 gerade mal wieder, lagen im Hafen von Wangerooge, es war im Jahr 2005, als mit Familie, das heißt mit unseren 2 Söhnen und einer Labradorhündin, waren dann eine Woche eingeweht, es stürmte und pustete und dann sagte meine Frau, also Mensch, irgendwie, ich glaube, wir brauchen noch wieder ein größeres Boot. Ich sagte, ja, das brauchen wir unbedingt. Haben dann innerhalb von 2 Tagen diese Hai 710 über eBay verkauft.
eBay ist ein ganz hervorragendes Forum, um etwas anzupreisen, weil jeder sucht irgendwo nach dem ultimativen Schnäppchen, schaut also meistens auch darin rein, wenn er wirklich ein Boot sucht. Also man erreicht erstmal sehr, sehr viele Leute, um überhaupt erstmal darauf aufmerksam zu machen. Naja, dann haben wir innerhalb von 2 Tagen dieses Boot verkauft, haben dann 2 weitere Tage später die Paloma gefunden in Hooksiel, meinem heutigen Heimathafen, an dem ich früher bestenfalls mal vorbeigefahren bin, weil ich nie durch die Schleuse wollte und gar nicht wusste, was für ein grüner Smaragd eigentlich dahinter wartet mit diesem tollen Binnensee. Und auf die Art sind wir dann endgültig an der Nordsee hängen geblieben. Naja, und innerhalb von einer Woche waren wir mit dem neuen Schiff wieder auf Wangerooge, haben bei unseren Freunden an derselben Stelle wieder im Päckchen festgemacht, der Sturm war vorbei, wir haben den Urlaub fortgesetzt. Und so schnell kann es manchmal gehen. Und mit diesem Boot waren wir dann wirklich ausgesprochen glücklich, bis dann irgendwann doch die Entscheidung anstand, mit welchem Boot wollen wir mal alt werden. Und das wurde dann tatsächlich die Fuchur entsprechend. Aber das ist dann wieder eine Geschichte für sich, ja. Jedenfalls sollte die neue Yacht einfach ein bisschen mehr Licht haben, nicht so sehr im Keller wohnen. Deswegen dieser Aufbau als Decksalon-Yacht für etwas mehr Hafenkino. Und ich habe immer mit Neid einen Segelkumpel beobachtet, der mit einem nachträglich geschlossen gebauten Steuerstand in Strickjacke beim größten Schiedwetter freundlich grüßte, während ich als geduschter Frosch dann vor der Schleuse frierend von Helgoland ankam. Da sagte mir, Mensch, was ist am Frieren sportlich? Gar nichts. Die nächste Yacht soll einen Innensteuerstand haben zusätzlich oder einen auch zu schließenden Steuerstand. Das ist auf der Fuchur eher der Fall, das ist nachträglich gebaut worden. Sehr, sehr gut, wie ich meine, sodass ich, auch wenn ich im Winter zum Beispiel unterwegs bin, ich habe draußen 5 Grad minus auf der Nordsee, habe ich in diesem geschlossenen Steuerstand, wenn unten die Bordheizung ein bisschen bullert, trotzdem 15 Grad plus. Und damit hat ein wirklich ganzjährig bewohnbares und auch fahrbares Schiff. Jetzt gibt es da noch 2 kleine Besonderheiten. So ein Boot sollte, wenn man es im Winter betreiben will, eine eistaugliche Maschine haben. Dieser Aluminiumrumpf hat die Möglichkeit geboten, einfach eine doppelte Motorgrundplatte zu wählen mit Kühlflüssigkeit, sodass ich eine Außenhautkühlung habe, wie beim Auto sinngemäß mit einem geschlossenen Kühlkreislauf. Und damit ist die Yacht wirklich voll eistauglich. Vorne 1,5 Zentimeter dicken Aluplatten im Bugbereich als Rammschutz, Kollisionsschutz. Ja, und mehr kann ich mir eigentlich nicht wünschen. Deswegen ist es für uns das ideale Boot. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, läuft die Motorkühlung durch die Außenhaut? Durch die Außenhaut, richtig. Wir haben also eine 1,5 Quadratmeter große Aluminiumplatte, ist mit Abstandshaltern zusätzlich unter den Motorraum geschweißt worden, mit passenden Übergängen. Mhm. Und darin befinden sich so 50 Liter Kühlflüssigkeit, die dann in sich zirkulieren. Also beim Auto habe ich ja den Autokühler, der dann die Luftkühlung erhält. Und hier habe ich einen Unterbodenkühler, der durch das vorbeiströmende Seewasser gekühlt wird, mit einem komplett geschlossenen Kühlkreislauf. Und früher, diese Kielkühlung ist nichts Besonderes. Also da wurden dann Rohre rechts und links vom Kiel zum Beispiel verlegt, sinngemäß Heizungsrohre unter Wasser, die dann als Kühler gedient haben. Aber die sind irgendwann dann auch mal ein bisschen anfällig, vielleicht zum Beispiel gegen Treibgut, wenn da irgendwas dagegen haut. Und das kann hier nicht passieren. Also die Fuchur hat sozusagen dann Eisqualitäten, eistaugliche. Aber jetzt breche ich mal wieder ein bisschen runter. Für denjenigen, der sich überlegt, er möchte vielleicht an Bord wohnen, da muss es nicht so ein Eisbrecher sein. Sondern ich sage, jede Segeljacht ist geeignet, wenn es jetzt nicht gerade ein zu empfindliches Holzboot ist, im Wasser zu überwintern und auch im Eis einzufrieren. Also auch die ganz einfach gebaute GfK-Yacht kann im Eis einfrieren, wenn ich den Hafen richtig auswähle. Und was wären jetzt die Auswahlkriterien? Zunächst mal, viele machen sich Gedanken darüber, so von wegen, ach herrje, wenn das Boot im Eis einfriert, das Eis, das wächst dann, quetscht dadurch der Rumpf zusammen. Nein, das passiert überhaupt nicht. Man muss nur darauf achten, dass in dem Hafen kein Berufsschiffverkehr stattfindet, der Eisschollen übereinander schiebt, die dann gegen den Rumpf
Druck ausüben können. Wenn das Boot einfach so im Eis einfriert, manchmal gibt es dann Sprudelanlagen. Das ist überhaupt nicht erforderlich. Die einfache geschlossene Eisdecke macht dem Boot nichts aus. Wenn unser Boot auf Tiefe gehen sollte, dann nur, weil ein Seeventil platzt. Und das Seeventil kann nur dann platzen, wenn die Luft im Schiff unter 0 Grad sinkt. Das heißt, ich muss brauche diese Seeventile, die muss ich nicht mit Kühlflüssigkeit füllen. Das kann ich zwar machen, diese Kugelhähne, damit sie nicht platzen, ist ja nett. Aber dann habe ich ja keine anständigen Ventile mehr, beispielsweise für den einfachen Wasserdurchlauf. Brauche ich nicht. Eine Eisdecke bei uns im normalen Winter wird 20, vielleicht 25 Zentimeter dick. Und die Seeventile, die liegen immer irgendwo 30, 40 Zentimeter unter Wasser. Da habe ich immer eine Wassertemperatur von noch mindestens 0,5 Grad und die werden deswegen nicht frieren. Also die Seeventile frieren nur in verlassenen Yachten, wenn die Lufttemperatur im Schiff so weit sinkt. Also sorge ich dafür, dass die Lufttemperatur ein bisschen höher bleibt. Und da eignet sich als allerbester Heizlüfter der Ecomar 2000, Schweizer Modell, kostet so um die 250 Euro. Aber das ist tatsächlich der Schlüssel zum Glück. Denn nur auf eine anständige Elektroheizung kann ich mich wirklich verlassen, weil ich im Winter nicht zum Sklaven meines Schiffes werden will. Also ich möchte vielleicht im Winter spontan sagen, Mensch, Schatz, setzen uns in den Flieger und sind mal 2 Wochen weg, auch wenn in Deutschland minus 10 Grad herrschen. Dazu gehört ein bisschen Redundanz. Also nehmen wir diesen Schweizer Heizlüfter, der läuft mit 450 Watt ungefähr im realen Verbrauch, wenn er heizt. Aber das Gebläse läuft... Das ist nicht allzu viel, nein. Das Gebläse läuft die ganze Zeit und deswegen ist er halt geeignet, weil er für die entsprechende Luftzirkulation sorgt, ist vom Dauerbetrieb her geeignet, darf ich ruhig unbeaufsichtigt laufen lassen, wenn das Boot im Wasser ist, nicht gerade in Winterlagerhallen, da ist sowas aus versicherungstechnischen Gründen nicht erlaubt, aber bei Booten im Wasser ist es überhaupt kein Problem. Das Gebläse läuft immer und die Temperatur schaltet sich so dazu, wie ich ihn als Frostwächter eingestellt habe. Nämlich Heizwirkung kommt erst, wenn die Luft so auf etwa 2-3 Grad im Schiff sinkt. Vorher kommt dann keine Heizleistung. Und wenn ich dann an Bord bin, dann wähle ich halt eine etwas höhere Stufe. In den ganzen Jahren jetzt, seit 2010, sind beide Schiffe immer im Wasser geblieben, nie rausgekommen. Das heißt, in den kalten Monaten habe ich einen Stromverbrauch von ungefähr 100 Euro. Das ist alles. Und das heißt, du hast einen Heizlüfter im Schiff und der beheizt das ganze Schiff? Der beheizt das ganze Schiff, genau. Wenn ich die Yacht verlasse für einige Tage, was da mal vorkommt, dann nehme ich die Wellenbretter auf in Bereichen, wo die Seeventile sind. Wenn ich nicht an Bord bin, ist halt die Luftzirkulation nicht ganz so stark. Also da sollte schon ein bisschen warme Luft hinkommen. Und dieser eine Heizlüfter reicht aus, um diese 12 Meter Schiff wirklich komplett immer warm zu halten. Da ist nie Frost im Schiff. Zusätzlich habe ich im letzten Winter eingebaut eine kleine Infrarotheizplatte. Kostet ganze 70 Euro, lächerlich wenig. Und ein Thermostat. Diese Infrarotheizung zieht 170 Watt. Hat also einen realen Verbrauch von ungefähr 30 Euro im Monat. Und die sorgt dafür, dass jetzt auch das Bad der Fuchur, in dem sich auch die Badewanne befindet, immer noch so eine wunderbare Strahlungswärme vorhanden ist und ist eine zusätzliche Redundanz, falls der normale Heizlüfter, der auch einen Überhitzungsschutz hat, mal kaputt gehen sollte. Auch das Ding hat ausgereicht, dass ich bei minus 5 Grad immer noch so 3-4 Grad plus hatte durch diese 170 Watt im gesamten Schiff. Also überhaupt kein Problem. Damit kann ich eine x-beliebige Kunststoffjacht nehmen, Stahljacht, Aluminiumjacht und habe damit sinngemäß schon fast ein wintertaugliches Schiff. Aber nur fast. Denn der nächste Punkt ist die Isolierung. Ich erlebe manchmal Leute, die mir auf Messen begegnen, die vielleicht mal ein Buch gelesen haben, aber vielleicht auch nicht ganz so genau, die auch gesagt haben, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, das möchte ich auch, leben auf dem Wasser, wozu brauche ich eine Wohnung, wenn ich doch auf einem Boot am glücklichsten bin. Ja, dann haben sie sich meistens im Sommer dafür entschieden, haben sich im Sommer dann irgendein Boot gekauft und haben aber nicht hinter die Verkleidung geschaut. Das ist bei GFK-Yachten nicht weiter tragisch.
Die haben meistens schon eine gewisse Kaschierung, die als erste Isolierung auch ausreicht. Aber manche haben sich tatsächlich für ein Metallschiff entschieden und das ist auch alles gut, etwa bis 5 Grad plus. Und wenn die Temperaturen dann weiter sinken und dieses Boot ist nicht lückenlos komplett isoliert, dann wird jedes Metallschiff gnadenlos zur Tropfsteinhöhle. Früher, viele niederländische Yachten wurden so gebaut, dass sie zwar eine einfache Isolierung hatten, manchmal durch Glaswolle, Steinwolle, sonstigem, aber die Sperrholzinnenverkleidung wurden direkt auf die Rahmen geschraubt. Praktisch auf die Versteifungsoberspanten. Und da, wo nacktes Metall direkt auf das Holz stößt, gibt es dann Kältebrücken, sodass das Holz in sich dann wiederum Kondenswasserbereiche bildet und dahinter ständig, wo auch warme Luft hinkommt, praktisch regelrechtes Tropfwasser von innen auf die Holzverkleidung dann fällt. Und dann erkennt man plötzlich, juhu, überall viele schwarze Flecke und die gesamten Holzverkleidungen gammeln mir praktisch so von innen weg. Also darauf muss ich vorher achten, notfalls auch mal 2, 3 Platten wegnehmen und dann nacharbeiten, solange es die Temperaturen noch zulassen. Und damit muss ich sinngemäß bis zum September fertig sein. Denn wenn der erste Frost einsetzt, kann ich das kaum noch machen, weil das Schiff, das Metall dann die ganze Zeit permanent nass ist. Das heißt, im Prinzip müsste ich dann die Innenwände von der Außenhaut thermisch entkoppeln. Richtig, thermisch entkoppeln und dann ist alles gut. Das ist auch alles gut zu schaffen. Gerade Metallboote an den Seitenflächen sind die normalerweise auch durchgehend gut gearbeitet. Aber gerade oben hin, da gibt es dann mitunter echte Kältebrücken und die muss ich vorher rechtzeitig finden. Die Mühe muss ich mir machen. Aber dann geht es sinngemäß mit jedem Boot. Kein Problem. Okay. Jetzt nochmal zum Thema Heizung zurückzukommen. Wir haben jetzt relativ sparsame Heizmöglichkeiten mit einem Heizlüfter und mit der Flächenheizung. Trotzdem brauchen die aber Strom. Wie beschaffe ich mir den, wenn ich jetzt gerade mal zufällig nicht im Hafen liege? Wenn ich mit dem Boot tatsächlich unterwegs bin, dann, klar, logischerweise, die typische normale Standheizung, das, was wir so kennen, Ebersbecher, Wallers, eine einfache Gebläseheizung, reicht ja aus, um das Schiff auch entsprechend ein bisschen durchzuheizen. Das funktioniert alles sehr gut. Dann brauche ich aber für diese Heizung trotz alledem Strom. Und da haben wir einen Windgenerator montiert, dazu letztlich unser Solarpanel. Das ist Usus, das sieht man auch auf allen Booten. Bietet aber nicht unbedingt immer die Gewähr, dass ich eine entsprechend hohe Netzspannung erhalten kann. An manchen Tagen ist es einfach viel zu bedeckt und es geht überhaupt kein Wind. Und das kann auch mal 3, 4, 5 Tage anhalten und ich kann die Batterien nicht laden. Dann geht ohne Landstromanschluss auch das Bordnetz so weit in die Knie, dass beispielsweise eine normale Bordheizung, die ja auch elektrischen Strom braucht, damit der Brenner betrieben wird, damit die Lüftung betrieben wird, sagt, ups, jetzt ist aber Unterspannung, 12,2 Volt, ich springe jetzt mal nicht mehr an. Wer so unterwegs sein möchte, für den gibt es natürlich auch Lösungen. Das sind die konventionellen alten Taylor-Dieselofen. Meine Reinke Taranga hatte so ein Modell an Bord. Geht auch, eine prima Geschichte. Ein guter Freund von mir, den ich unterwegs getroffen habe, ein Niederländer, der eigentlich in Norwegen lebt, aber der am liebsten in Friesland segelt, an der ostfriesischen Küste, weil es da den besten Kuchen gibt, wie er meint, und Friesland schöner findet als Fjorde, hat auf seinem Langkieler einer Fischer, so ein bisschen sieht fast aus wie tatsächlich ein Fischkutter mit seinem Decksaufbau, einen schönen großen Holzofen mit eingebaut. Wenn er unterwegs irgendwo die Chance hat, ein bisschen Holz zu hacken, dann besorgt er sich auf die Art Nachschub. Also wer das tatsächlich möchte, der findet auch Wege. Da gibt es die unterschiedlichsten Arten. Nur bei all dem, was eine offene Flamme im Schiff ist, auch wenn ich hier beispielsweise nur den Gasofen betreibe mit einem aufgesetzten Blumentopf drauf, Vorsicht, 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 Kohlenmonoxid bzw. zu viel Kohlendioxid
und man kippt innen drum um. Man muss die ganze Zeit für Belüftung sorgen. Also der echte Winterwohnkomfort beginnt überall da, wo ich auch zumindest einen Heimathafen habe. Denn da darf man sich nichts vormachen. Im Winter, da gibt es manchmal 2 Monate Schietwetter, dunkel, man zieht sich in die kuschelige Kajüte zurück und so weiter, wo man nicht unbedingt auslaufen will. Also der anständige, gut gebaute Landstromanschluss ist durch nichts zu ersetzen. Und das ist immer irgendwo Kriterium Nummer 1, wenn man an Bord lebt und das hier in Deutschland machen möchte. Aber da gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe von Häfen, die sowas anbieten. Ein bisschen schwieriger ist es mitunter mit der Wasserversorgung. In dem Hafen in Bremen, wo unser Winterliegeplatz ist, da ist eine isolierte Heizung bis auf den Steg gelegt. Und wenn ich jetzt wirklich auch bei Frost mal wieder die 500 Liter nachfüllen möchte, dann nehme ich den aufgerollten Schlauch, der bei mir immer trocken in der Wachskiste lagert, der tatsächlich an Bord ist, der auch nicht frieren kann. Das ist eine Variante und das reicht dann auch. Aber selbst wenn man jetzt erheblich geringere Kapazitäten hat, ich sag mal das typische 8-Meter-Boot mit einem 120-Liter Wassertank, dann kommt man damit auch aus. Ich weiß beispielsweise noch, meine Paloma hatte nur einen 120-Liter Wassertank und innen drin kein Komfort, also keine Badewanne, kein Boiler, kein gar nichts. Und das habe ich in den 3 Jahren auch nicht vermisst. Wenn ich dann morgens zum Dienst, ich bin ja ganz normal berufstätig, sitze im Büro, und darf da auch nicht allzu schlecht aussehen, also muss schon gepflegter auftreten, brauche auch ab und zu mal ein Bügeleisen. Das ging alles und habe dann morgens ganz einfach meinen 2,5 Liter Wasserkessel angeworfen und auch bei 10 Grad minus draußen auf dem Vordeck, wenn ich da heißes Wasser über meinen Körper laufen lasse, ja, dann geht das ohne weiteres. Übrigens auch wieder eine nette kleine Geschichte: In so einem Hafen ist man niemals einsam. Wir haben in Bremen, es waren 8 Boote, die waren ebenfalls bewohnt. Jedes Jahr zum Winter bildet sich da so eine neue kleine Winterhafenkommune. Und wenn ich an einen Kumpel denke, mit seinen 72 Jahren, der morgens auch bei mehreren Minusgraden auf seinem Vorschiff erscheint und erstmal, weil er von Jugend an Leistungsturner gewesen ist, erstmal eine Viertelstunde in Badehose seine sportlichen Übungen macht. Und ich schwinge zwar auch regelmäßig meine Hanteln, aber ich muss gestehen, wenn Hartmut sagt, er ist jetzt 72 und dann muss er morgens 72 Liegestütze noch schaffen. Wenn er 73 ist, dann müssen es 73 sein. Und das schafft er auch. Okay. Das ist, wow. Begeistert mich. Also es gibt da schon einige spezielle Leute, aber alle sind so ein bisschen naturverbunden. Und alle, die ich bis jetzt so getroffen habe, hatten mal Haus, Hof und allem, was man sonst so hat und haben das ganz bewusst aufgegeben und haben nichts davon vermisst. Und so geht es mir ja auch. Also ich möchte selbst geschenkt nie wieder ein Haus haben. Ja, und diese gewisse Naturverbundenheit ist, glaube ich, auch, also so empfinde ich es auch, eine Voraussetzung dafür, dass man eben sommers wie winters auf dem Schiff verbringen möchte. Man ist doch deutlich näher am Wetter, an der Witterung, an der Natur, auch wenn man im Hafen liegt, als wenn man eben in einem Haus aus Steinen am Land lebt. In der Tat. Es ist ja viele Jahre, oder mal anders gesagt, in meinem ersten Leben war ich 25 Jahre verheiratet, hatte Haus, Hund, 2 Söhne. Die waren irgendwann erwachsen und es gab einfach Veränderungen und meine Frau und ich, wir hatten uns getrennt. Ich hatte nach wie vor meinen Beruf, keine Schulden, hatte dieses Haus und saß dann erst im Umbruch des Lebens in einem 60 Quadratmeter großen Wohnzimmer mit Kamin und langweilte mich ein bisschen. Das heißt, wer den Film Castaway kennt mit Tom Hanks, also ich war so wie Tom Hanks an der Kreuzung des Lebens und alles war offen, gut versorgt, aber ich wusste nicht so richtig, so was mache ich denn jetzt? Und dann fiel mir wieder ein in dieser Situation, dass wenn ich durchgehend 4-5 Wochen Urlaub hatte und wollte das Schiff auf gar keinen Fall verlassen oder hatte an jedem Wochenende sonntags meistens ein bisschen schlechte Laune, wenn man das Boot wieder verlassen musste,
Da merkte ich, ich brauche dieses Haus nicht. Ich will nicht mehr Rasen mähen, ich will kein Dach drin sauber machen, keine Hecke schneiden. Ich habe doch meine Angestellten in dem Yachthafen, die das machen. Also nein, nicht meine Angestellten, natürlich die Vereinsmitglieder, wo ich Gastlieger bin. Ja, klar. Und das in dem schönsten Hafen der Nordseeküste. So einen tollen Gartenteich, den könnte ich mir niemals buddeln. Sieht so ein bisschen aus wie an einem schwedischen Waldsee, wo wirklich alles schön ist. Und genauso wollte ich dann leben und ich wusste ja überhaupt nicht, wo es mich danach jemals hinführen könnte. Das heißt, in dem Moment ging es mir so wie, nehmen wir ein anderes Beispiel, da ist jemand Student, der weiß nicht, wo bekommt er irgendwann eine Anstellung. Oder er hat eine Anstellung, aber hat nur einen Zeitarbeitsvertrag. Er weiß nicht, wo arbeitet er ein Jahr später. Also wozu dann eine Wohnung oder ein Haus, wenn man doch am allerliebsten auf einem Boot ist? Das habe ich mir in dem Moment auch gleichzeitig, ne? Genau, das habe ich mir in dem Moment auch gesagt und habe dann tatsächlich innerhalb von einer Woche dieses Haus verkauft, habe wirklich mich von allem getrennt, komplett Feng Shui radikal betrieben und alles, woran ich wirklich gehangen habe, das wird einem ja in dem Moment erst bewusst, wenn man sich so reduziert auf ein Boot, allein gewichtsmäßig, waren ein paar Kisten mit guten Büchern. Mehr habe ich nicht gebraucht und ein paar Lieblingskleidungsstücke. Das einzige Nachteil, es war Februar, die Yacht stand noch an Land, die Paloma, war komplett ausgefroren und der Kran sollte erst 2 Monate später kommen. Es war ein Autokran, es war so ein Yachthafen bei Wilhelmshaven ohne eigene Kranmöglichkeit. Ja, und so schob ich dann den Schnee von der Leiter, kletterte die Aluleiter nach oben, richtete mich ein. Das Boot war dafür eigentlich noch überhaupt nicht gedacht und wenn ein Boot an Land steht, ist es eigentlich auch nicht wirklich bewohnbar, weil es richtig auskühlt. Also das Boot im Eiswasser hat aber zumindest immer den unisolierten Rumpf im Unterboden von 1 Grad. Wenn das Boot an Land steht und draußen sind 10 Grad minus, dann ist das eine 10 Grad kalte Eishöhle erstmal, die man relativ schlecht heizen kann. Aber trotz alledem, ich war glücklich und das war dann tatsächlich eine wunderschöne Zeit. Es nahte dann ein Sabbatjahr, was ich gehabt hätte als Beamter, angespart und ich wollte eigentlich dann mit dem Boot einfach Richtung Südamerika. Südamerika und zurück, das hätte man innerhalb von einem Jahr ganz gut machen können. Sollte so sein, habe dann aber sinngemäß eine Flaschenpost geworfen in den Gartenteich meiner Jugendliebe. wir sind uns wieder begegnet in einem Bahnhof in Hannover und dann war es praktisch wieder so, als hätte es die 30 Jahre dazwischen nicht gegeben. Und so kam ich nun in einen kleinen Konflikt. Mensch, ich stand eigentlich davor, ich wollte ein paar Wochen später los und traf nun meine Jugendliebe wieder, nebst ihrer kleinen Tochter. Und ich hatte bis dahin ja nur Söhne und ich dachte mir immer, Mensch, ein kleines, süßes Mädchen als Tochter wäre doch auch was Schönes. Naja, und so stand, hat sich dann eins zum anderen ergeben und dann kam die entscheidende Frage, alleine um Kap Horn oder mit 2 Blondinen nach Norderney. Und so habe ich mich dann doch für die beiden Blondinen entschieden. Und das heißt, dieser Traum vom Langfahrtleben, der ist nicht ausgeträumt, der wurde jetzt einfach nur verschoben. Ja, jetzt sind es halt noch 6 Jahre. Trotz alledem, ich habe ja dann schon 3 Jahre lang komplett frei so gelebt an Bord und wusste, da kann ich auch nicht mehr so richtig drauf verzichten. Das funktioniert nicht. Aber andererseits ist da natürlich auch ein kleines Mädchen, was man jetzt nicht einfach so verpflanzen kann aus verschiedenen Gründen. Und so haben wir jetzt tatsächlich diesen guten familiären Kompromiss für uns gefunden, sodass ich tatsächlich auch an 1-2 Tagen unter der Woche an Bord bin. Und Frau und Tochter sind von Freitagmittag bis Montagmorgen mit dabei. Und so leben wir als Familie tatsächlich überwiegend an Bord und verschiedenen Wechsel im Sommer in Hochsiel und im Winter in Bremen. Das funktioniert alles sehr, sehr gut, ja. Was übrigens noch hinzukommt, ist, dass die beiden seetauglicher sind als ich. Die werden nämlich wirklich niemals seekrank. Und da muss ich manchmal ein bisschen aufpassen und habe dann auch schon mal eine halbe Stunde, wo ich sage, Mensch, könnte mal jemand ein bisschen Ruder gehen und den Kurs halten? Ich muss mich mal hinlegen. Und die beiden haut absolut nichts aus den Socken. So hat sich alles so ergeben. Und durch einen Riesenzufall hat meine Frau vor vielen Jahren mal einen Sportbootführerschein gemacht und hat immer davon geträumt, ein Boot zu haben. Na, jetzt hat sie einen ganz tollen Typen und
schönes Boot. Und geht's ja, denn nein, besser? Es geht doch gar nicht besser. Es geht tatsächlich nicht besser. Ja, soweit alles richtig gemacht scheint's. Ja, das war der erste Teil unseres Interviews mit Holger Peterson. Nächste Woche geht's damit weiter. Sei also gespannt. Wenn du jetzt noch 1-2 Minuten Zeit hast, dann geh doch kurz rüber zu iTunes und hinterlass uns eine gute Bewertung. Das würde nämlich dabei helfen, anderen Seglern zu zeigen, dass es hier einen interessanten Segelpodcast gibt und ja, würde uns vielleicht noch 1-2 Hörer mehr bringen. Und das freut uns natürlich immer, wenn wir die entsprechende Resonanz bekommen. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut und tschüss. Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.